Ich erkläre dir heute 10 Mixing-Fehler, die Anfänger gerne machen, die ich selbst alle gemacht habe und die du vermeiden solltest. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist Musikproduktion in Logic Pro. Abmischen lernen ist eine recht langwierige Sache. Die Lernkurve ist flach. Abmischen ist eine komplexe Sache, du musst viel üben, du musst möglichst viele Songs abmischen und du solltest eine Routine für dich entwickeln. Ich stelle dir heute die 10 Fehler vor, die ich immer und immer wieder sehe, damit du sie vermeiden kannst und wir fangen gleich an mit Fehler Nummer 1. Abmischen in Solo. Wahrscheinlich kennst du das schon, hast du das irgendwo schon mal gehört, du sollst nicht zu viel in Solo abmischen und trotzdem sehe ich, dass das recht oft tatsächlich immer noch gemacht wird. Denn gerade für einen Anfänger ist es ein bisschen überwältigend, wenn er einen Mix hat mit, sagen wir mal, 48 Spuren oder 50 Spuren und das ist ein Gewirr, wenn du alle Spuren laufen lässt und du kannst nicht richtig hören, wo soll ich eigentlich anfangen, was mache ich? Also du schaltest eine Spur Solo, meistens ist es die Bassdrum und hörst diese ab. Zunächst mal ist das jetzt kein richtiger Fehler, das zu machen. Denn so kannst du ein bisschen reinhören in das Instrument, wo hat es Stärken, wo hat es Schwächen, welche Frequenzen solltest du bearbeiten und so weiter. Das Problem ist nur, dass viele dieses isolierte Abhören viel zu lange machen und dann nachher die am besten klingende Bassdrum der Welt haben. Wenn sie aber dann die anderen Spuren wieder dazuschalten, klingt es einfach nicht mehr gut. Und das solltest du immer, wenn du auf den Solo-Button drückst, in deinem Hinterkopf haben. Kein Mensch wird nachher ein Einzelinstrument solo abhören. Alle werden deinen Gesamtmix hören. Das heißt, du musst das Gesamtbild immer vor Augen haben. Ansonsten hast du nachher lauter Einzelspuren, die alle gut klingen, aber im Gesamtmix passt einfach nichts mehr zusammen. Fehler Nummer 2: Kein Mut bei krassen Mixing-Einstellungen. Das wird dir in vielen YouTube-Tutorials tatsächlich erklärt. Du solltest nicht mehr als 3 dB eine Frequenz anheben oder absenken. Du solltest eine moderate Ratio von 3:1 für fast alles wählen, also niemals 20:1 oder 6:1, hörst du sehr, sehr selten, dass man sowas machen sollte, beim Komprimieren zum Beispiel. Oder du solltest den Hall nicht höher als so und so machen und niemals direkt in den Kanal zugladen und so weiter. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil sehr effektiv. Das siehst du, wenn du viele Profi-Mixer anschaust, und so habe ich das im Studio einfach auch gelernt. Probiere erstmal krasse Einstellungen aus und arbeite dich dann zu den moderaten Einstellungen, ich mag das Wort gar nicht mehr hören, oder zu den Einstellungen zurück, die passen. Wenn du also jetzt zum Beispiel merkst, dass eine Gitarre in den Höhen ein bisschen zu wenig Anteil hat, dann fang nicht an, irgendwie einen Shelving-Filter um 3 dB anzuheben, sondern hebe ihn einfach mal um 12 dB an, wenn deine Boxen nicht zu laut sind, dazu kommen wir später noch. Und dann hör mal, was passiert eigentlich, wenn ich an dieser Frequenz, die mich interessiert, wenn ich die mal völlig anhebe, wenn ich die völlig krass anhebe, dann hörst du auch, was passiert. Und dann senk sie auch mal um 15 dB ab. Ja, so hörst du dann, okay, was passiert. Das gleiche ist bei der Kompression. Du hörst also, okay, dein Sänger hat zu wenig Dynamik, du musst ein bisschen, oder dein Sänger hat zu viel Dynamik, so rum. Er singt manche Worte sehr, sehr leise und bei anderen blökt er wieder ins Mikrofon. Das heißt, du möchtest gerne einen Kompressor einsetzen. Mach's auch da so, spiel mit hohen Ratiowerten, dreh die Threshold voll nach oben und stell dann die Attack- und Release-Zeit nach. Ja, geh in krasse Einstellungen, damit du auch ein Gefühl dafür bekommst, wie das Plugin funktioniert. Deswegen hab keine Angst, krasse Einstellungen bei Plugins auszuprobieren. Es wird dich schneller zum Ziel führen, wie zu ängstlich abzumischen. Fehler Nummer 3, die Angst, endgültige Entscheidungen zu treffen. Das haben tatsächlich richtig viele und ich sehe es auch immer wieder, wenn ich Live-Mixing-Kurse gebe, dass die Leute Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Ja? Das ist ja im normalen Leben oft auch so. Es ist schwierig, eine endgültige Entscheidung zu treffen und dann musst du auch die Konsequenzen tragen und so ist es beim Abmischen auch. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt eine gedoppelte Gitarre hast und du hast den EQ so eingestellt, dass es dir gefällt und die Gitarre klingt solo gut und sie klingt auch im Mix gut und jetzt gehst du zu der gedoppelten Gitarre und dann merkst du auf einmal, wenn du die Einstellungen da rumdrehst, dann passt es nicht mehr so mit der anderen Gitarre an, mit der ersten, die du gemischt hast. Es passt nicht mehr so recht zusammen. Was machst du also? Du fummelst wieder an der ersten Gitarre rum, damit sie von den EQ-Einstellungen zur zweiten Gitarre passt und damit die sich voneinander unterscheiden und dann merkst du wieder, dass jetzt aber, nachdem du das gemacht hast, der Bass, den du eigentlich auch schon richtig eingestellt hast, dass der jetzt, wenn er sein Solo spielt oder was, sich wieder um Frequenzen streitet mit den beiden Gitarren, die du jetzt wieder nachgestellt hast und so weiter und so fort. Und so wird das zu einer never-ending Story. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig beim Abmischen, Entscheidungen zu treffen und sich an diese zu halten. Das heißt, wenn du deine Drums eingestellt hast, wenn du den Gesamtmix abgemischt hast oder einen Basic Mix, hast einen Grundmix und dein Drum Bass steht jetzt, du hast alle Einzelinstrumente abgemischt, die Drums klingen gut,
und du möchtest jetzt weitermachen mit dem nächsten Instrument, dann lässt du diese Drums in Ruhe. Außer du machst vielleicht minimale, feine Nachregelungen, okay, aber so sollte das dann auch bleiben. Ja, ansonsten verstellst du immer wieder alles untereinander und kommst nie zum Ziel. Also triff eine Entscheidung, wenn du zufrieden bist mit einer Spur, mit einem Element, wie du es gemischt hast, dann lass es auch so und geh weiter zum nächsten. Weiter geht's mit Fehler Nummer 4 und meines Erachtens ist das tatsächlich der wichtigste und das ist kein konstantes Mixing-System zu haben. Ich meine damit einen Workflow, der sich immer wiederholt. Das ist, glaube ich, das größte Problem bei den meisten, vor allem bei Anfängern, dass sie nicht wissen, wie sie eigentlich anfangen sollen, einen Song abzumischen. Was machst du jetzt als erstes? Machst du jetzt als erstes Gainstaging oder kann man das auch lassen, weil das heutzutage nicht mehr so wichtig ist? Oder mache ich erst den Mixbass, dieses Top-Down-Mixing, was viele YouTuber erzählen? Oder ist das alles Quatsch und ich fange mit der Bassdrum an und höre die 10 Minuten an? Und was, wenn das Schlagzeug gemacht ist, kommt dann der Gesang? Oder fange ich mit dem Gesang zuerst an und baue dann die Band drumrum? Was ist da das beste System? Es gibt ja 100, 1000 verschiedene Ansätze, so einen Mix anzufangen und es gibt noch viel, viel mehr YouTube-Videos darüber, wie du das machen sollst. Also wie fängt man jetzt eigentlich an und wie beendet man einen Mix? Die Antwort ist, das spielt eigentlich keine Rolle, das Endergebnis zählt. Was eine Rolle spielt, ist, dass du ein Mixing-System für dich entwickelst, das zu dir passt. Völlig egal, ob du mit dem Gesang anfängst und die Band drumherum baust, ob du mit der Bassdrum anfängst und dann mit dem Bass, und dann die Gitarren und so weiter, ob du erst die Einzelinstrumente mischst oder ob du mit dem Mixbass anfängst, so wie ich, also mit dem Stereo Out heißt bei uns in Logic oder Master Fader. Das ist völlig egal, wie du anfängst, das Ergebnis zählt. Du solltest aber immer den gleichen Ansatz haben. Das heißt, du musst ein System für dich entwickeln, damit du weißt, welchen Schritt mache ich nach dem anderen, sodass es zu meinem Workflow, zu meiner Person passt, damit ich das optimale Ergebnis erziele. Und hier noch ganz kurz ein Tipp von mir. Wenn du noch kein solches System hast, wenn genau das dein Wunderpunkt ist und der dich immer verwirrt und du nicht wirklich weiterkommst, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Das habe ich mit Absicht Speedmixing genannt, schnelles Abmischen. Da erkläre ich dir nämlich mein Mixing-System, wie du in 10 Schritten, bei denen ich dir genau hintereinander beschreibe, welchen Schritt machst du als erstes und welchen als zehntes, als letztes. Das ist immer das gleiche Prinzip, nachdem ich abmische. Und das kannst du auch lernen in diesem PDF. Also Speed Mixing kannst du dir runterladen, PDF im ersten Kommentar angepinnt. Und Speed Mixing habe ich es deswegen genannt, weil eine Komponente oder eine wichtige Komponente, um einen guten Mix zu bekommen, ist natürlich auch, dass du speedest, du schnell abmischst. Zumindest so gewissenhaft wie nötig und so schnell wie möglich, denn wir arbeiten beim Abmischen auch immer gegen die Zeit. Das heißt, unsere Ohren ermüden wahnsinnig schnell. Und deswegen ist es einfach wichtig, zügig abzumischen. Also, entwickle für dich oder lerne ein Mixing-System. Fehler Nummer 5, mixe ohne Dynamik. Das ist eine Sache, die jetzt ein bisschen eher so in die Advanced-Richtung kommt für fortgeschrittene Mischer. Als erstes mal, der Anfänger ist eher mal froh, wenn er so einen Grundmix hat, der einigermaßen gut klingt, wo du jedes Element hören kannst, wo jedes Element im Stereofeld verteilt ist, seinen Platz im Frequenzspektrum hat, dass der Gesang einigermaßen vorne im Mix sitzt. Aber dann geht es weiter mit der Dynamik. Und das stelle ich oft fest, dass die Mixe von vielen Leuten, die schon eine Weile mischen, ganz gut sind wirklich, dass der Grundmix gut klingt, aber es fehlt die Dynamik. Das heißt, du musst irgendwie schauen, dass du Spannung hochfährst vor dem Refrain zum Beispiel, dass der Refrain im Stereofeld breiter ist. Oder dass in der Bridge nochmal irgendein anderes Element dazukommt. Oder dass zum Beispiel in Vers 1, 2 und 3 nicht immer die gleiche Instrumentierung ist. Dass zum Beispiel Akustikgitarre 2, die im ersten Vers gespielt hat, im zweiten nicht spielt und so weiter. Auch das ist ein bisschen Aufgabe vom Mixing Engineer. Und da gibt es eine Komponente, oder beziehungsweise zwei Komponenten eigentlich, die das machen. Das eine ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, der Mute-Schalter. Denn oft sind von der Band selber viel zu viele Elemente spielen zu lang im Mix durch. Das heißt, die Akustikgitarre muss nicht alle die ganzen 5 Minuten spielen. Die kannst du in der Bridge und in Vers 2 zum Beispiel löschen und dafür irgendwie einen Percussion Loop reinmachen. Das ist das eine. Also der Mute-Schalter, Spuren einfach mal stumm schalten, nicht so viel spielen lassen. Und das zweite ist, dein zweiter Freund für Dynamik ist ganz klar Automation. Das heißt, dass du zum Beispiel die Drum Breaks, wenn der Drummer über die Toms geht und so weiter,
dass du da die Automation höher ziehst. Dass du zum Beispiel, wenn der Sänger einen langen Ton singt, dass du zum Beispiel mit Hall arbeitest, deinen Hall automatisierst, dass dieser lange Ton oder Schrei weiter ins Off sinkt. Oder dass eine Gitarre beim Gitarrensolo 3-4 dB einfach lauter wird, dass sie so nach vorne ploppt. Ja? Das machst du über Automation. Und das stelle ich oft fest, dass einfach diese Mixe, wenn ich dann die Automationsansicht öffne, wenn ich so eine Mixbeurteilung mache, da ist einfach überhaupt gar nichts eingezeichnet. Das heißt, der Mix klingt irgendwie immer gleich laut, obwohl der Grundmix eigentlich so ganz gut ist. Aber das Tüpfelchen aufs I ist natürlich Dynamik, dynamische Prozesse reinzubringen. Fehler Nummer 6, Ablenkung. Das schlimmste Ablenkungsinstrument oder Element, das wir hier haben, in das gucke ich gerade rein. Das ist nämlich mein iPhone hier, mit dem ich meine YouTube-Videos drehe. Und es gibt aber auch noch andere, wie dein E-Mail-Postfach und so weiter. Tatsächlich, Generation TikTok und Instagram, ist es noch schlimmer geworden, aber es war vor 10, 15 Jahren, vor 20 Jahren noch genauso schlimm, als es irgendwie SMS gab. Ich sehe oft, wenn ich in Deutschland im Studio bin, wahnsinnig oft so viele Engineers, die mischen und sobald die Freundin oder Frau oder irgendwie, sobald irgendwie eine SMS reinkommt oder eine WhatsApp und das Handy blinkt, wird sofort, alles steht und liegen gelassen, es wird da reingeschaut. Sobald eine E-Mail reinkommt, wird alles stehen und liegen gelassen, es wird da reingeschaut. Und das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Es gibt Studien darüber, dass wenn du dich eine Minute oder zwei Minuten ablenken lässt, dass dich das, glaube ich, 15 Minuten zurückwirft, weil du von dem Programm, wo du fokussiert auf irgendwas bist, auf deinen Mix oder ja, auf ein Element im Mix, und du schaust jetzt irgendwie, liest deine E-Mail durch oder deine WhatsApp von deiner Freundin, dann bist du komplett in einem anderen Programm, dein Gehirn schaltet um, muss andere Informationen verarbeiten, dann gehst du wieder zurück zu deinem Mix und dann brauchst du eine Anlaufzeit von, glaube ich, 15 Minuten, bis du wieder fokussiert in diesem Ding drin bist. Und das kostet dich unglaublich Zeit. Deswegen lass dich nicht ablenken, bleib fokussiert, dann wirst du schneller fertig, dann kannst du effizienter arbeiten und dann bekommst du auch bessere Mixe. Fehler Nummer 7. Du holst dir Mixbeurteilungen ein, obwohl dein Mix noch gar nicht fertig ist. Ich weiß das, das kenne ich zum Beispiel auch aus meinem Forum. Da werden Songs geteilt oder Mixe geteilt, die noch gar nicht fertig sind. Ja, das heißt, du stellst ihn jetzt ins Forum oder fragst deinen Kumpel, was hältst du denn von dem Mix? Und wenn der noch gar nicht fertig ist, dann hast du jetzt, wie bei der Fußball-WM, vielleicht nicht 84 Millionen Experten, aber dann hast du vielleicht 8 Experten oder 4 oder 2 und jeder hat natürlich gute Tipps. Und sagt, naja, das ist aber noch nicht so gut und ich würde das hier anders machen. Und dann hast du jetzt zum Beispiel schon 3 oder 4 verschiedene Meinungen und dann wächst deine Unsicherheit, weil die haben so viele Tipps, wie du deinen Mix verbessern könntest und vielleicht ist dein Mix irgendwie gar nicht so gut und dann sagst du dir, naja, aber der ist ja noch gar nicht fertig, ich bin ja noch am Arbeiten. Und dann sagt dein Kumpel, ja, warum spielst du mir den Mix dann vor? Und deswegen ist es nicht gut, wenn du wirklich deinen Mix teilst oder um Meinungen fragst. Ganz schlimm auch zum Beispiel, wenn die Band hinten drin sitzt im Studio, während du abmischst. Das ist ein absolutes No-No. Mach das bitte niemals. Dann hast du 5 Experten, die vielleicht gute Musiker sind vom Abmischen, aber keine Ahnung haben, die dann alle sagen, naja, der Bass muss aber lauter sein, sagt meistens der Bassist, die Drums, die Snare Drum ist zu leise, sagt dann meistens der Drummer und so weiter. Und das macht dich natürlich wahnsinnig. Das heißt, hol dir eine Zweitmeinung erst ein, wenn dein Mix auch deiner Meinung nach wirklich fertig bist und du selbstsicher sagen kannst, der klingt gut. Fehler Nummer 8. Zu viele Referenztracks anhören, zu viele Referenz-Tools reinladen. Ich habe hier auf meinem YouTube-Kanal auch schon ein paar vorgestellt. Du kannst dich heute sozusagen zu Tode referenzen. Ja? Es gibt Tools, da lädst du die Frequenzkurve oder kannst du die Frequenzkurve auslesen von einem Referenztrack und dann die Kurve deines Tracks an diesen Referenztrack anpassen. Du kannst, viele YouTuber sagen, habe ich auch gesagt, hör Referenztracks ab und schau dann danach oder hör, wie klingt das, wie kannst du deinen Mix anpassen. Es gibt schlaue Tools, auch von Mastering the Mix, die können sogar auslesen, wie viel stärker der Referenzmix komprimiert ist. Und diesen Fehler habe ich teilweise auch immer schon als Nicht-Anfänger mehr zu oft gemacht. Ich habe mich zu Tode referenziert sozusagen. Ja, dann starrst du da in diese Dinge und versuchst die Kurven anzupassen, die Frequenzkurven oder die Kompression anders zu machen. Aber hey, das ist dein Song, Mann. Das ist dein Mix. Du musst dich nicht verbiegen und den an irgendeinen Mix von deiner Lieblingsband anpassen. Das ist der Mix von deiner Lieblingsband. Aber dein Mix ist dein Mix. Das heißt, diese ganzen Referenztools habe ich mittlerweile, insbesondere die grafischen, wo du auf irgendwelche Kurven starrst, habe ich mittlerweile alle wieder abgeschafft. Also bedenke immer, dein Ziel sollte sein, dass dein Mix gut klingt und nicht, dass dein Mix klingt wie der Mix von irgendjemand anders. Fehler Nummer 9, auch sehr, sehr beliebt, ist der Einsatz von zu viel Reverb. Das ist speziell bei Anfängern jetzt tatsächlich ein Thema. Das klingt erstmal irgendwie alles besser und am Anfang so ein bisschen professionell. Ja, du lädst dein Reverb am besten gleich direkt in den Kanalzug rein und
hast eine riesige Hallfahne und es klingt gleich irgendwie für das ungeübte Ohr gleich irgendwie besser und gleich irgendwie professioneller. Tatsächlich ist es so, Fehler, die ich oft sehe, ist, dass diese Reverb-Plugins zu oft direkt in den Kanal zugeladen werden, was zunächst mal nicht so ein Fehler ist, aber du hast als Send-Effekt einfach mehr Kontrolle über so ein eindrucksvollen Effekt wie Hall. Und zum Zweiten wird auch nicht mit Frequenzen gearbeitet im Hall. Das ist auch noch ein Fehler. Also oftmals wird der Hall einfach in den Frequenzen nicht beschnitten. Und das wird dann bei relativ vielen Instrumenten des Mixes angepasst. Womöglich auch noch 5, 6 verschiedene Halls. Und da hast du einfach dieses typische Amateur-matschige, im Hall abgesoffene Bild. Diesen matschigen, im Hall abgesoffenen Mix. Deswegen mit Hall vorsichtig umgehen, tatsächlich, hier würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, da ist der moderate Ansatz wirklich wichtig und wirklich gut und versuche ihn da als Send, als Bass, als Send einzusetzen und eher ein bisschen moderat zu machen. Anderer Tipp hierfür wäre auch, verwende erstmal vielleicht pro Mix nur ein Hall-Plugin, maximal 2. Das wäre jetzt ein Tipp von mir persönlich, sehen andere vielleicht anders. Dann hast du 2 Halls und die kannst du dann an verschiedene Instrumente senden. Die macht die nicht zu extrem, macht die nicht zu krass und damit solltest du eigentlich ganz gut fahren. Also sei vorsichtig mit deinen Hall-Effekten. Fehler Nummer 10, und das sage ich dir ironischerweise direkt, so wie es ist, hör auf, zu viele YouTube-Videos zu gucken oder zu viele Mixing-Tutorials zu gucken, auch wenn ich mir damit jetzt vielleicht selber schade. Ja, es ist tatsächlich so, als ich angefangen habe, vor ungefähr 6 Jahren jetzt mittlerweile schon YouTube-Videos über Mixing zu drehen, über Musikproduktion, waren gerade im deutschsprachigen Raum, war das wirklich sehr, sehr überschaubar. Da waren vielleicht noch 2 oder 3 andere Einzel-YouTuber, die das gemacht haben. Und dann ist das irgendwann explodiert. Dann haben finanzstarke Musikhäuser und andere kommerzielle Einrichtungen, sage ich mal, ohne Namen nennen zu wollen, YouTube-Kanäle künstlich nach oben gepusht und jetzt ist das Angebot explodiert. Das heißt, du kannst den ganzen Tag YouTube-Videos über das Abmischen angucken, über Musikproduktion angucken. Du wirst 1000 verschiedene Ansätze lernen. Du wirst am Ende völlig verwirrt sein, weil jeder dir irgendwie was anderes erzählt, was nicht heißt, dass nur einer recht hat, sondern, wie ich dir bei diesem System, bei dieser Systemsache, bei diesem Mixing-System schon gesagt habe, das sind nur verschiedene Ansätze und am Ende misst du einfach nicht ab. Du musst aber, um gute Mixe zu machen, gute Musikproduktion zu machen, musst du abmischen. Ja? Das heißt, du musst aktiv so viele Songs wie möglich abmischen und nicht theoretisch schauen, wie man es macht. Du kannst Kochen auch nicht lernen, indem du dir lauter Rezeptbücher durchliest. Vielleicht such dir 1 oder 2 Mentoren raus, die das so erklären, dass du es verstehst, deren Ansatz dir gefällt und schau dann nur noch diese YouTube-Tutorials und such dann nach den Problemen, die du hast, ob die eine Lösung dafür anbieten können. Jetzt interessiert mich natürlich sehr deine Meinung. Was waren oder sind deine größten Probleme beim Abmischen? Welche Fehler hast du lange oder jahrelang sogar gemacht? Was ist jetzt besser geworden? Wie konntest du es lösen? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Nochmal möchte ich dir ans Herz legen, dir mein PDF Speedmixing runterzuladen. Da hast du ein bewährtes Mixing-System, das ich schon jahrelang anwende und das tatsächlich vielen anderen auch weitergeholfen hat. Also unten im ersten Kommentar angepinnt Speedmixing, das PDF. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!